Ich habe Bilder in meinen Quilt mit eingearbeitet und jetzt soll ich über diese Bilder einfach drüber quilten? Nein! Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir quilten Bilder. Manchmal patchen wir mit Stoffen, die ein Bild wiedergeben, einen Bildausschnitt, ein Foto oder ein gemaltes Bild, wie hier bei meinen Ballons. Wenn wir das Ganze dann quilten, möchten wir unser Thema nicht zerstören. Häufig gehen wir dann hin und quilten einfach nur im Nahtschatten. Eine andere Möglichkeit ist, wir greifen das Motiv im Bild einmal auf. Wir legen zunächst einmal eine Folie auf unser Bild und wir gehen hin und wir zeichnen alle relevanten Linien nach. In meinem Bild nicht jeden kleinen Stern, sondern einfach nur meinen Ballon. Von jedem Ballon wähle ich nur die markanten Linien aus. Ich wähle die längst laufenden Umrisslinien, denn diese geben mir die typische Ballonform vor. Wenn ich fertig bin oder auch davor, kann ich das Ganze immer noch, wie vorher auch, einmal im Nahtschatten absteppen. Wenn ich mein Thema einmal nachgequiltet habe und ich drehe meinen Stoff auf die Rückseite, dann habe ich das Thema von meiner Vorderseite als Umrisszeichnung auf die Rückseite kopiert. Ich finde, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, Fotostoffe oder naturalistische Stoffe zu quilten. Bevor ich nun aber quilte, möchte ich meine Garnfarbe festlegen. Ich habe ein goldenes Garn gewählt, weil das sehr schön zu den antik aussehenden Ballons passt. Und es passt schön zu meinem Piersli, sowohl zu dem farbigen als auch zu dem silbernen Piersli-Muster. Ich vernähe dreimal auf der Stelle. Wenn ich meine Ballons quilte, möchte ich erreichen, dass die Ballons mehr Volumen bekommen. Aber ich möchte nicht, dass sich der Goldfaden aufdrängt. Die Ballons, das Thema, sollte so erhalten bleiben, wie es im Moment ist. Und als erstes möchte ich die Umrisszeichnung für meinen Ballon zeichnen. Der Faden ist vernäht, ich halte das Ganze grob fest und wir fangen an. Von Anfängern höre ich häufig, ich werde die Linie nicht treffen, das wird daneben gehen, ich werde die Linie nie im Leben treffen und ihr möchtet die Linie auch gar nicht treffen. Denkt daran, dass ihr neue Linien schafft. Ihr müsst die alten nicht treffen, ihr schafft neue Linien und die machen euer Motiv reicher. Bei den modernen Maschinen bleibt die Nadel im Stoff. Bei meiner sollte das auch so sein, aber sie macht es nicht. Meine gequiltete Naht wirft Schlingen. Das heißt, ich habe die Spannung zwischen Unter- und Oberfaden nicht richtig eingestellt. Das Ganze korrigiere ich und ich quilte dann einfach weiter. Wir quilten einmal um unser Häuschen. Wir quilten wieder zurück. Ich quilte den gleichen Weg zurück bis zur Mitte und fahre einmal so bis zur Mitte und ich fahre einmal diese erste Ballonlinie entlang und wieder hoch. Damit mein Ballon eine dreidimensionale Optik bekommt, quilte ich die innere Linie in einer angedeuteten Kreisform. Würde ich hier einfach nur einen geraden Strich quilten, würde mein Ballon optisch zweidimensional und sehr flach wirken. Und schon wird mein Stichbild viel besser. Ich fahre weiter. Und ich fahre die zweite Linie herunter. Über meine vorher gequilteten Schlingen quilte ich nun einfach hinweg. Die zweite gequiltete Naht sorgt für ein schönes Stichbild und sichert zusätzlich meine Schlingen. Meine einzelnen Ballonlinien quilte ich einmal vom oberen Ballonpunkt runter zu meinem Körbchen und vom Körbchen wieder zurück zum oberen Ballonpunkt. Das heißt, ich quilte zwei Linien übereinander. Wenn ihr da nun Sorgen habt,
die Linien werden bei mir nicht übereinander liegen, dann ist das völlig in Ordnung. Stellt euch vor, ihr werft Leinen über einen Ballon. Wenn ihr mehrere Leinen werft, werden alle einzelnen Leinenlinien auch als Einzelleinen erkennbar sein. Und genau das darf bei eurem Ballon auch passieren. Jede einzelne Linie ist erkennbar und das Ganze gibt eurem Ballon noch mehr Fülle. Ich möchte keine Wanderstiche zwischen den einzelnen Ballons haben. Das heißt, ich vernähe dreimal auf der Stelle. Nehme die Nadel nach oben. Nehme die Nadel nach oben und ich wandere zum nächsten Ballon. Versenke die Nadel und weiter geht's. Vernähen und los geht's. Wenn wir Bilder nachquilten, dann bleibt das Bild im Vordergrund und unsere gequiltete Linie tritt in den Hintergrund. Sie formt unser Bild aus, sie überlagert unser Bild aber nicht, so wie es wäre, wenn wir ein anderes Motiv über unser Bild setzen würden. Dazu kommt, dass unsere gequiltete Linie, wenn sie in den Hintergrund tritt, auch gerade wirkt, selbst wenn wir sie ein bisschen krumm quilten. Das heißt, diese Idee zu quilten verzeiht sehr viel und sie gibt uns viele Möglichkeiten, um unser Motiv zu üben und im Quilten sicherer zu werden. Als Garn habe ich Polysheen von Mettler gewählt. Das hat eine sehr hohe Festigkeit und einen sehr geringen Abrieb. Und als Quiltnadel habe ich eine 90er Quiltnadel gewählt. Eine 90er Quiltnadel reißt uns keine großen Löcher in den Stoff, wie man das so oft hört. Wir haben ein Gewebe von sich verschlingenden Fäden. Unsere Nadel sticht durch das Gewebe und kommt mit einem neuen Faden, der dieses Loch wieder füllt, wieder hervor. Das heißt, wir können beruhigt mit einer kräftigen Nadel quilten. Gerade für Anfänger ist das sehr angenehm und unser Stoff wird kein Loch aufweisen. So, Flutlicht um Mitternacht und ich habe noch eine Idee. Ich möchte gerne diesen einen kleinen halben Ballon doch noch einmal komplett quilten. Dazu zeichne ich mir den Ballon einmal auf einem durchsichtigen Papier ab. Ich könnte ihn auch frei quilten, aber einfacher und genauer wird es, wenn ich das Ganze mit ein paar Linien kopiere. Und diesen Ballon ziehe ich einmal, diese gezeichnete Ballonform ziehe ich einmal über den halben Ballon auf meinem Hexagon. Ich möchte mein Hexagon jetzt nämlich doch nicht mehr einmal komplett umquilten. Ich möchte lieber die Ballons über den Rand hinaus wachsen lassen. Also stecke ich meinen abgezeichneten Ballon einmal fest, um ihn dann zu quilten. Durch mein durchsichtiges Papier kann ich meinen Ballon sehr gut sehen. Ich habe also einmal diese Ballonhälfte, die auf dem Hexagon ist, und ich habe meine nachgezeichnete Linie. Das Ganze nehme ich nicht zu genau. Es ist ein Hinweis in etwa eine Richtung. Und das Ganze quilte ich nun einfach grob ab. Die Linien verschwinden nachher sowieso. Das heißt, ich brauche das Ganze nicht zu genau nehmen. Mein Papier hat eine sehr schöne Festigkeit, dadurch kann ich wunderbar quilten, ohne dass es mir sofort zerreißt. Ich brauche also nicht viele Nadeln, um meine Vorlage zu stecken. Und hier fahre ich nun einfach ganz frei meine einzelnen Linien ab. Wenn ich meinen Ballon fertig gequiltet habe, vernähe ich meinen Faden dreimal auf der Stelle und ich hole die ganze Decke unter der Maschine hervor. Jetzt brauche ich mein Papier nur noch abziehen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil dieses durchsichtige Papier, das ich gewählt habe, eine sehr hohe Festigkeit hat. Aber ich kann meinen Stoff ein bisschen spannen. Ich kann das Ganze ein bisschen strecken und dann lässt sich auch dieses festere Papier
gut entfernen. Und am Ende gefällt mir mein Ergebnis sehr gut. Jetzt wird es Zeit, den Quilt einmal umzudrehen und sich das Ergebnis auf der Rückseite anzuschauen. Ich habe einen hellblauen Farbton für die Rückseite gewählt und mein Garn bildet die Komplementärfarbe für diesen hellblauen Farbton und so heben sich meine Ballons sehr, sehr deutlich ab. Aber mir gefällt das Ergebnis wirklich gut und so werde ich das Ganze auch lassen. Und wenn ich mir das so weiter anschaue, dann fehlt dem einen Ballon ein bisschen Wind, aber damit muss der Ballon klarkommen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Und hier geht's weiter mit Schmetterlingen.